Ciao amici! Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, weil heute zeige ich wirklich etwas, das ist Weltklasse. Und zwar ist es ein Quinoa-Erdbeere-Salat für den Mittag. Es ist etwas, das Veganer, Vegetarier und Omnivoren gleichermaßen erfreut. Ein ideales Mittag für mitzunehmen, auch unterwegs. Zum Beispiel für die Party am Mittag. Oder für ins Büro mitzunehmen. Oder natürlich einfach auch jetzt, wo die Sonne immer mehr kommt. Für daheim auf dem Balkon, auf der Terrasse zu genießen. Schaut zu, es ist ganz einfach gemacht und braucht keine 10 Minuten. Die Zutaten sind die folgenden. Ganz wenig Wasser, der Saft von einer ausgepressten Zitrone, ein bisschen Münze, Schnittlauch und Peterli, eine kleine Schale Erdbeere, Frühlingszwiebeln, ein Bund, eine Salatgurke, 100 Gramm rote und 100 Gramm weisse Quinoa. Ich habe den kurz aufgekocht, die Gemüsebrühe, und habe ihn nachher 10 Minuten quellen. Pfeffer und Salz und ein gutes Olivenöl. Als erstes tue ich die Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden, gebe sie zum kochenden Quinoa. Und das gleiche mache ich nachher mit den Kräutern. Ich tue sie fein hacken und gebe sie auch dazu. Als nächstes schäle ich die Salatgurken ungleichmässig, halbieren, die Kerne rausnehmen und sie dann in kleine Würfel schneiden. Die letzte Grundzutat sind unsere Erdbeere. Dann entferne ich einfach den Stielansatz, schneide die grossen Viertel, die kleinen halbieren und gebe sie auch dazu. Für die Soße gebe ich den Zitronensaft zum Wasser. Würze das Ganze sehr gut mit Salz und Pfeffer. Und jetzt gebe ich grosszügig vom Olivenöl dazu. Ich habe hier so ein Zitronen-Olivenöl, man kann auch ganz normales nehmen. Und jetzt schlage ich das zu einer schönen Vinaigrette. Das gieße ich jetzt über den Salat. Und verrühre das Ganze. Ist das nicht eine fantastische Idee für ein Sommerpicknick oder zum Mittag? Quinoa ist so beliebt, weil es alle essentiellen Aminosäuren enthält, also alle Eiweißbausteine, die der menschliche Körper nicht selber synthetisieren kann, herstellen. Sehr gesundes Mittag, wunderbar sommerlich. Ich wünsche euch sehr viel Spass beim Nachmachen und vor allem beim Probieren. Ciao zusammen!